Vor 2 Jahren waren wir in einem Gespräch mit Sadhguru. Ich fragte ihn, wir alle wissen, dass Anästhesie funktioniert, aber wir wissen nicht wirklich, wie sie funktioniert. Kannst du etwas Licht in die Sache bringen? Und er sprach kurz mit mir und hat dann eine Äußerung gemacht, die lautet, Anästhesie, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Sadhguru, denn manchmal kann ich mich irren, wenn ich dich zitiere. Anästhesie kann das Bewusstsein nicht berühren, sie kann nur die Erinnerung rauben. Ich war von dieser Antwort überwältigt, denn das ist nicht die Art und Weise, wie wir über das Bewusstsein denken. Und vielleicht dachte ich, mehrere Tage hatte ich schlaflose Nächte und ich dachte darüber nach, vielleicht ist es an der Zeit für uns, den Begriff Bewusstsein selbst neu zu definieren. Und nachdem ich mehrere Programme mit ihm durchlaufen habe, denke ich, dass ich hier und da ein paar Einblicke hatte, dass es viel mehr gibt als das, was wir wissen. So fing das an. Und Emery, du bist derjenige, der viel in diesen Bereichen gearbeitet hat. Also kannst du vielleicht damit beginnen, mir zu erzählen, was wir jetzt wissen, wie Anästhesie tatsächlich den Verlust von Bewusstsein verursacht. Okay, ich fange also an. Und so ist es wieder es ist ein Vergnügen, die Bühne mit Sadhguru und mit Nicole zu teilen. Also du weißt, wie Anästhesie funktioniert. Eigentlich, wie viele Menschen hier bekamen eine Anästhesie? Tolles Thema, ja, richtig, richtig. Viele Kunden da draußen. Genau, richtig, gut, fantastisch. Also was passiert mit dir? Weißt du, einige Leute sagen, wir schalten das Gehirn aus oder wir machen dich bewusstlos, wir versetzen dich in ein Koma. Aber ich denke dennoch, also wir haben versucht, wirklich zu verstehen, was passiert und wir haben das getan, indem wir eine Reihe von Studien sowohl an Menschen als auch an Tieren gemacht haben. Also ich gebe dir einfach die schnelle Rückseite des Briefumschlagantwort, was man darüber weiß. Wenn du die Narkosemittel nimmst oder wenn sie dir von den Anästhesisten gegeben werden, wird das Gehirn nicht ausgeschaltet. Weißt du, es ist nicht so, als ob der Schalter plötzlich umgelegt wird. Wenn man sich ansieht, was mit dem Gehirn passiert, befindet es sich in einem hochdynamischen Zustand. Die eigentlichen Schaltkreise im Gehirn schwingen, sie erzeugen Wellen. Und um dir ein wenig Verständnis dafür zu geben, wenn du meine Hände so betrachtest und sie jetzt schwingen, ist dies die Art und Weise, wie dein Gehirn im normalen Zustand des, verzeih mir, Bewusstseins ist. Richtig? In Ordnung? Wie ich auf meine kleine, begrenzte Art und Weise verstehe, in Ordnung? In Ordnung? Aber was dann passiert, ist, dass die Medikamente die Schaltkreise übernehmen und jetzt schwingen die Schaltkreise so und solange man die Medikamente hat, sind sie da und machen das. Was bedeutet das nun? Es bedeutet, dass wenn dieser Gehirnbereich mit diesem Gehirnbereich kommuniziert, sodass du dabei bewusst sein könntest, dass er das nicht mehr tun kann. Wenn man die Medikamente aussetzt, kehrt das Gehirn zurück. Solange man die Medikamente drauf hat, tut es das. Es erzeugt diese Schwingungen. Es ist sehr ähnlich wie dieses YouTube-Video, das ich bin sicher, dass einige von euch gesehen haben, wo ihr eine Brückenverbindung von Washington habt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Die Brückenverbindung von Washington und plötzlich beginnt sie in einer perfekten Sinuswelle zu schwingen, genau so, und kein Verkehr kann die Brücke passieren. Das ist das Gleiche, was unter Narkose passiert. Und was passiert ist, dass diese Schwingungen, weil sie so stark sind, das Gehirn übernehmen. Sie sind nicht natürlich. Und weißt du was? Eines der Dinge, die Bala erwähnte, war, dass unser Gehirn nach der Anästhesie oft nicht so funktioniert wie vorher. Also jetzt kannst du sehen, ob du 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden lang in einem Zustand wie diesem warst. Und weißt du, schau, ich habe meine ARP-Karte vor etwa 12 Jahren selbst bekommen, also bin ich auch in dieser Gruppe, richtig? Weißt du, du kannst verstehen, warum dein Gehirn vielleicht nicht funktioniert, in Ordnung? Also, und das ist es im Grunde genommen. Und das Gute daran ist, was ich dir sage, ist, dass wir als Anästhesisten diesen Zustand beobachten können. Wir können es auf dem EEG der Patienten im Operationssaal sehen und wir können es nutzen, um die Art und Weise, wie wir unsere Medikamente verabreichen, zu ändern. Das ist die praktische Umsetzung davon. Und dann ist die andere praktische Folge davon, dass wir, da wir die Anästhesie ernst nehmen, mit anderen Worten, wir sagen nicht einfach, oh, wir geben dir einfach Medikamente und du driftest weg und du kommst zurück. Da wir sie wirklich verstehen wollen und studieren, können wir mit unseren Kollegen aus der Neurologie in Kontakt treten und Verbindungen zwischen Themen herstellen, an denen sie gerade arbeiten. Wir können tatsächlich anfangen, Gespräche mit, du weißt schon, angesehenen Persönlichkeiten wie die Sadhguru zu führen, die uns helfen können, zu verstehen, was es ist, was wir tatsächlich auf einer tieferen Ebene tun. Aber wir haben uns das, was wir
tun, nicht ernst genommen in Bezug auf, wie, was im Gehirn passiert. Wir sind nicht an dieser Stelle. Und deshalb dachte ich, dass wir versuchen jetzt, die Forschung zu bewegen, mit anderen Worten, die Anästhesie zu verwenden, die Erforschung der Anästhesie, um uns zu helfen, uns mit einigen dieser tieferen Vorstellungen über das Gehirn, den Geist und auch das Bewusstsein zu verbinden. Emery, hast du eine Idee dazu? Also woran wir als Neurologen arbeiten oder woran ich arbeite, ist damit sehr verwandt, damit sehr verbunden. Wir versuchen zu verstehen, wie Patienten, die das Bewusstsein verlieren, weil sie eine strukturelle Hirnverletzung oder einen Herzstillstand oder ein anderes Problem hatten, den Prozess eines bewussten Gehirnzustandes wiederherstellen können. Und nach welchen Regeln die Genesung erfolgt und über welche Wege sie geschehen kann und was die Einschränkungen sind. Und wie geraten Menschen auf dem Weg ins Stocken? Und wie können wir ihnen helfen? Und es stellt sich heraus, dass es eine Menge, du weißt schon, Varianten gibt. Sadhguru. Dr. Brown, Dr. Schiff, hochkarätige Ärzte in ihren Fachgebieten, aber ich bin völlig ungebildet. Also, denn für mich ist der einzige Weg, wie ich etwas weiß, kommt aus meiner eigenen Erfahrung. Also meine Sprache und mein Ausdruck könnten ein wenig grob sein. Oder wenn es grob erscheint, entschuldige ich mich bitte. Denn ich bin fast Analphabet, okay? Also, das, vor allem die Art der Sprache, die wir sprechen. Ich spreche von der englischen Sprache. Diese Sprache ist sehr gut, um äußere Dinge zu beschreiben und zu definieren, aber sie ist sehr begrenzt, wenn es um die inneren Dimensionen vieler Aspekte von dem geht, was wir sind. Wenn wir also dafür yogische Terminologie verwenden sollen, wird das, was Sie als Bewusstsein bezeichnen, als Jagruti betrachtet. Das bedeutet Wachheit. Wir betrachten Wachheit nicht als Bewusstsein. Wachheit ist ein Zustand des Körpers. Wachheit ist ein Zustand des Geistes. Wachheit ist ein Zustand der Bioenergien in uns. Aber das ist kein Bewusstsein. Was du als physischen Körper siehst, nun, eine Sache, die ich klarstellen möchte, ist, wir sehen das Gehirn nicht als einen sehr wichtigen Teil an, weil wir beobachten, dass die Intelligenz weit über das System verteilt ist. Im Allgemeinen, nach dem Verständnis der meisten Menschen, glaube ich, wird eine Kombination aus Gedächtnis und Intelligenz als Geist betrachtet. Habe ich damit recht? Wenn man dies als Definition betrachtet, ist es eine Tatsache, dass jede Zelle in unserem Körper millionenfach mehr an Gedächtnis trägt, als das gesamte Gehirn tragen kann. Denn diese Zellen im Körper erinnern sich sogar an das, was vor 1 Million Jahren geschah. Es erinnert sich an den Hautton eurer Vorfahren seit 1 Million Jahren. Nichts hat sich geändert. Es kommt nie durcheinander. Was du also im Gehirn als bewusstes Gedächtnis tragen kannst, verglichen mit dem, was jede Zelle oder jede DNA trägt, ist unglaublich viel mehr. Und auf chemischer Seite, was in jeder Zelle ausgeführt wird, ist weitaus komplexer, als du dir es jemals mit deinem gesamten Gehirn vorstellen kannst. Sowohl in Bezug auf die Intelligenz als auch auf das Gedächtnis ist die Ausbreitung also viel weiter. Ich denke, dieser ganze Fokus auf das Gehirn ist hauptsächlich deshalb entstanden, weil wir irgendwo, wahrscheinlich vor der Renaissancezeit, in diesen eingedrungen sind, weil diese Region ja, hauptsächlich sprechen wir von Europa, welches sehr stark von dogmatischen Glaubenssystemen dominiert wurde. Als die Leute das durchschritten, sollte niemand selbst denken, alles war bereits gesagt und getan. Als die Menschen das überwunden hatten und anfingen, für sich selbst zu denken, sah das wenige freie Denken wie die absolute Befreiung für diese Menschen aus.
Und ich denke, dass der Kater in unseren Bildungssystemen, in unseren medizinischen Wissenschaften, in der Art und Weise, wie wir uns selbst den Grundlagenwissenschaften nähern, immer noch andauert. Der Kater, dass das Denken alles ist, hat sehr tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Sozialstruktur und unsere Art der Erforschung. In den yogischen Wissenschaften messen wir deinem Gedanken keine Bedeutung bei. Was auch immer du denkst, es ist für mich ohne Bedeutung. Deshalb bin ich, was auch immer jemand sagt, wir hören ihnen nicht zu. Wir fühlen sie einfach, wir spüren sie einfach. Was ist ihre Chemie, was ist ihre, wie sie im Moment sind. Es ist mir egal, was sie sagen. So ist das, vielleicht ist es ein evolutionäres Problem mit mir, denn ich war allein im Dschungel und ich habe beobachtet, die meisten Kreaturen beurteilen dich einfach so. Ich habe, weißt du, ich glaube, sie haben ein Bild von mir gezeigt, wie ich mit einer Königskobra umgehe. Ich war sehr eng mit allen möglichen Kreaturen verbunden, besonders mit Kobras und anderen Dingen. Ihr Sinn für unsere Chemie ist so scharf. Du kannst einfach in die Wildnis gehen und einfach eine Kobra aufheben. Wie du gesehen hast, halte ich ihn nicht an seinem Kopf fest. Es ist keine Haustierkobra, es ist eine Königskobra. Wenn er dich beißt, wird er dir nicht mehr als 20 bis 40 Minuten geben, bevor du erledigt bist. Aber ich hebe ihn einfach so auf. Er wird nichts tun, weil er meine Chemie spürt. Wenn ich ein wenig Aufregung zeige, wird er nach mir schnappen. Wenn ich einfach nur okay bin, ist er mit mir einverstanden. Wir messen dem Denken also keine Bedeutung bei. Denn Denken ist das Recycling der Daten, die wir bereits gesammelt haben. Es kann kein völlig neuer Gedanke kommen. Permutationen und Kombinationen der Daten, die wir bereits haben. Im Moment kommen viele Leute zu mir sehr ängstlich und sagen, Sadhguru, diese künstliche Intelligenz kommt, wenn sie kommen, werden sie die Welt übernehmen. Ich sagte, wenn sie das verdammte Ding übernehmen und leiten, bist du im Urlaub, nicht wahr? Aber es ist eine Tatsache, dass alles, was wir als Information sammeln, analysieren und ausdrücken und in vielerlei Hinsicht nutzen können, all diese Dinge werden Maschinen in den nächsten 10 bis 15 Jahren besser machen als wir. Alles, was datenbasierte Verarbeitung ist, werden Maschinen viel besser machen als wir. Da ist also diese Angst. Ich denke, es ist eine sehr gute Zeit. Das ist die Zeit, in der wir eine Intelligenz jenseits des Intellekts entdecken müssen. Weil wir so intellektuell geworden sind, sind wir so hirnorientiert im Umgang mit allem geworden. Wie du richtig gesagt hast, nichts ist wirklich ausgeschaltet, wir haben nur die Kommunikation unterbrochen. Schließlich geht es darum, etwas, das in der Regel extrem schmerzhaft ist, ohne Schmerzen zu durchlaufen. So ist die ganze Anästhesiewissenschaft entstanden. Also, du unterbrichst nur die Kommunikation. Und das wird nicht passieren. Es dient diesem Zweck. Wachsein und Bewusstsein sind also zwei verschiedene Dinge.